Hallo, guten Abend. Willkommen zur Vollmondmeditation. Heute am 28. März 2021 ist es ein Angebot der Dein Cooper School of White Light. Mein Name ist Katharina Lachenmeier. Ich bin Lehrerin der Schule und ich freue mich, heute die Meditation zu sprechen. Es ist eine innere Reise mit Erzengel Kamuel, mit den Engeln der Liebe, mit dem persönlichen Einhorn, um das Herz zu heilen und zu öffnen. Und diese Meditation wird helfen, dein Herz zu öffnen, um Liebe vollkommen zu geben und zu empfangen. Und mit der Hilfe des Himmels lasse dann jede Verletzung aus der Vergangenheit los und lasse Gott dich in seiner Liebe und Gnade baden. Und nun sind wir bereit, auf die innere Reise zu gehen, in die Meditation zu gehen. Und dazu schließen wir sanft unsere Augen und wir nehmen einige tiefe, entspannende Atemzüge. Einatmend nimmst du das goldene Licht der Engel auf und nimm wahr und sieh, wie es jede Zelle deines Körpers ausfüllt. Und dieses goldene Licht ausatmend füllst du deine Aura mit Gold an. Fahre fort, diesen goldenen Atem aufzunehmen, bis du sehen kannst, dass deine ganze Aura, dein Energiefeld um deinen physischen Körper herum mit Gold ausgefüllt ist. Bringe deine Aufmerksamkeit jetzt zu deinen Füßen und erlaube deinen dicken goldenen Wurzeln bis zum kristallinen Herzen von Mutter Erde zu wachsen. Sie erwartet dich liebevoll und heißt dich willkommen. Deine Wurzeln wickeln sich um das Herz von Lady Gaia, von Mutter Erde. Und du fühlst tief in dir, dass du geliebt wirst und hierher gehörst. Lasse diese Liebe durch deine Wurzeln nach oben fließen und dein Herz mit Wärme füllen, was die Blütenblätter in deinem Herzen öffnet, Blatt für Blatt. Ein gewaltiger Wasserfall aus schimmerndem, weißem Licht, der von der göttlichen Quelle kommt, strömt in deine Krone und in dein Herz. Das goldene und weiße Licht vereinigen sich, verschmelzen und strahlen in deine ganze Aura aus. Nun legt Erzengel Michael seinen dunkelblauen Schutzmantel um dich. Dein Schutzengel und dein persönliches Einhorn sind hier, um dich auf eine Reise mitzunehmen, um Erzengel Kamuel zu treffen. Dein Schutzengel hilft dir ganz leicht, auf den Rücken des Einhorns zu steigen. Und ihr drei geht nun zusammen auf die Reise, über den vanillefarbigen Himmel zu fliegen und die kühle Brise zu spüren, empfindest du wie ein Wunder in deinem Herzen. Spüre es. Und als die weißen Wolken aufbrechen, befindest du dich auf der anderen Seite, auf der der Himmel pinkfarben ist und Musik in der Luft schwebt. Du
Du kannst Scharen von Engeln der Liebe sehen, die von der Güte Erzengel Kamuels singen. Du bist eingeladen, in die Kristallhöhle einzutreten, um den Erzengel der Liebe zu treffen. Du begrüßt ihn und er umhüllt dich mit der wärmsten Umarmung, die du jemals erfahren hast. Nimm wahr, dass dies vielleicht das ist, wie sich bedingungslose Liebe anfühlt. Erzengel Kamuel lädt dich ein, dich auf ein Bett aus Rosenquarz zu setzen oder zu legen. Und mit deiner Zustimmung arbeitet er nun daran, dein Herz zu reinigen. Du kannst vielleicht spüren, dass hunderte Engel der Liebe über dir lächeln und dass ihre sanften Hände deine Aura ausstreichen und reinigen. Der Erzengel hält einen riesigen pinkfarbenen Kristall vor dein Herz. Da der Kristall eine magnetische Anziehungskraft besitzt, beginnt er, alle Betrübnis und Blockaden aus deinem Herzen und deinem ganzen Wesen herauszuziehen. Jede Verletzung, jeder Schmerz oder jede Unversöhnlichkeit, die du gegen deinen Vater und allen männlichen Personen von deiner Kindheit an bis jetzt aufrechterhalten hast, sind nun aufgelöst und entfernt. Das schließt auch deine Geschwister, Freunde, Partner und andere Menschen ein, die du in deinem Leben getroffen hast. Jede Verletzung, jeder Schmerz oder jede Unversöhnlichkeit, die du gegen deine Mutter und alle weiblichen Personen von deiner Kindheit an bis jetzt aufrecht erhalten hast, sind nun aufgelöst und entfernt. Die Engel sind sehr gründlich in ihrer Arbeit, während sie fortfahren, dein Herz zu heilen. Die Einhörner beteiligen sich, indem sie deine Seele heilen. Und du beobachtest, wie jede Verletzung, jeder Schmerz oder jede Unversöhnlichkeit dich verlassen, die du jemals gegen irgendjemanden gehegt hast, einschließlich deiner Lehrer und Lehrerinnen, deiner Freunde, deiner anderen Familienmitglieder, deines momentanen Partners oder deines Ex-Partners. Dann siehst du, wie die Engel und Einhörner blendend rein weißes Licht durch dein Seelensternchakra in dein ganzes Wesen gießen. Erzengel Kamuel legt nun sanft eine glänzende Blase aus pinkfarbenem Licht um dein Herzchakra. Die Blase dehnt sich aus und diese flüssige Liebe fließt durch dein Blut in deinen Körper. Jede Zelle deines Körpers trägt die Botschaft der Liebe und tauscht sie mit jeder anderen Zelle aus. Du bist ein Wesen der Liebe, geformt nach dem Bilde
unseres perfekten Schöpfers. Gott ist Liebe und so bist es auch du. Du siehst deinen Platz im Herzen Gottes. Genieße die Glückseligkeit, die Wonne und die Ausdehnung. Erlaube dir, dich in seiner Liebe zu baden, aufzulösen. Wisse, dass es sicher für dich ist, Liebe vollkommen zu geben und zu empfangen. Je mehr du diese Liebe teilst, umso mehr kannst du mit anderen teilen. Deine Liebe ist unendlich und ewig, so unermesslich. Nun ist es Zeit, Gott, seinen Engeln, Erzengel Kamuel und deinem Einhorn dafür zu danken, dass sie dein Herz und deine Seele mit Liebe, Fürsorge und Freude angefüllt haben. Mit deinem Einhorn und deinem Schutzengel verlässt du den Kristallraum. Du bist voller Dankbarkeit und Glückseligkeit. Und zusammen fliegt ihr durch den rosafarbenen Himmel und durch die vanilleweißen Wolken. Du kehrst sanft zu dem Raum zurück, von dem du gestartet bist. Sieh deine wunderschönen dicken Wurzeln hineinreichen bis zum Kristallherz von Mutter Erde und segne sie. Erde dich gut und fühle noch einmal den Schutz von Erzengel Michael. Er hilft dir, all die wunderbaren Segnungen zu bewahren, die du heute empfangen hast. Langsam bewege deine Hände und deine Füße. Lächle und dann öffne sanft deine Augen. Namaste. Die Vollmondmeditation wurde von Megha Gupta aus Indien kreiert. Sie ist Lehrerin der Dein Cooper School of White Light und ins Deutsche übersetzt von Gabriele Bucher. Sie ist ebenfalls Lehrerin der Dein Cooper School of White Light. Ich bedanke mich für euer Dabeisein, für euer Mitmachen und ich wünsche noch einen schönen gesegneten Tag oder Abend und freue mich, wenn wir uns nächsten Monat wieder treffen zur Vollmondmeditation. Wir leiten im Team an. Danke.